Das ist so spannend geschrieben, so emotional, so voller Elan. Man merkt ihm richtig an, wie sehr ihm am Herzen lag, diese Geschichte niederzuschreiben. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video über ein recht trauriges Thema, beziehungsweise trauriges Buch. Denn ich habe ein Buch, das auf wahren Begebenheiten beruht, gelesen, das leider nicht so positiv anfängt und auch nicht so positiv ausgeht, aber dennoch ein großartiges Meisterwerk ist. Und zwar rede ich von Joan Krakauer In die Wildnis. Allein nach Alaska. Ja, bei manchen klingelt es wahrscheinlich schon. Es gibt einen Film dazu. Eine Verfilmung, die ich ebenfalls gesehen habe, die wirklich gut gemacht ist. Allerdings etwas lang. Also sie geht über 2 Stunden. Ja, ich fand die wirklich gut gemacht. Also die Atmosphäre war super eingefangen und alles. Aber es war sehr lang. Dennoch kann ich euch den Film wirklich empfehlen, wenn ihr nicht das Buch lesen wollt. Aber ich empfehle euch, das Buch eher zu lesen, als den Film zu gucken. Es geht hier nämlich um die wahre Geschichte von Chris McCandless, der im August 1992 in einem Bus in Alaska, also so ein alleinstehender, heruntergekommener Bus, tot aufgefunden wurde. Wie er da hinkam und warum er da verstorben ist, das versucht Joan Krakauer zu rekapitulieren. Er unterhält sich mit den letzten Menschen, die ihn gesehen haben. Er unterhält sich mit den Leuten in seiner Familie. Er unterhält sich mit jedem, der irgendwie einen Berührungspunkt mit Christopher hatte, dass er herausfindet, was genau hat ihn dazu getrieben, nach Alaska alleine unterwegs zu sein. Es ist nämlich so, dass Chris McCandless sich vorgenommen hat, eine Route quer durch Alaska mit wenig Gepäck, wenig Vorrat und wenig Vorkenntnisse zu unternehmen. Er war schon immer ein sehr unternehmungsfreudiger Mensch. Er hat halb Amerika, Nordamerika durchwandert und immer wieder war er unterwegs, ausgebrochen aus dem Alltag, alleine unterwegs in der Wildnis. Er war sehr, sehr wildnisaffin. Aber warum er wirklich nur mit dem, was er halt mitgenommen hat, mit wenig Vorkenntnissen, von der Natur leben wollte und dort überleben wollte, ganz alleine, das weiß halt nicht wirklich jemand. Und Joan Krakauer versucht es halt zu rekapitulieren, indem er halt versucht zu verstehen, wer war Chris McCandless, was ist die Person hinter ihm? Welche Intention hatte er, das zu tun? Und im Endeffekt, warum ist er dort verstorben? Denn es gibt ja nicht die Aussage, was da passiert ist, denn es war keiner dabei, als er verstorben ist. Dennoch kann man anhand von einzelnen kleinen Details nachvollziehen, was genau dort passiert ist in diesem Bus, dass halt eben 1992 dann im Endeffekt seine Leiche gefunden wurde und nicht erlebend aus dieser Wildnis wieder rausgekommen ist. Ja, und ich finde das, ich habe jetzt noch Gänsehaut, denn ich finde diese Geschichte so emotional, so gut geschrieben. Also ich finde wirklich Hut ab vor der Schreibweise von Joan Krakauer. Es ist fesselnd. Es ist eine reine Dokumentation. Es ist eine reine Reportage sozusagen. Aber es ist so spannend geschrieben, so emotional, so voller Elan, man merkt ihm richtig an, wie sehr ihm am Herzen lag, diese Geschichte niederzuschreiben, dass ich wirklich mitgezittert, mitgefiebert habe. Ich habe mir danach Dokus auf YouTube angeguckt. Ich habe mir noch ein weiteres Buch gekauft, was von der Schwester von Chris geschrieben wurde, um nochmal mehr hinter Chris' Persönlichkeit hineinzusteigen, weil ich es einfach so großartig fand. Auch ich wollte verstehen, was seine Intention war. Warum hat er das getan? Warum war er so, wie er war? Und ja, ich will immer mehr Input. Ich habe mir, wie gesagt, Dokumentationen angeguckt und Fotos angeguckt. Es gibt Bilder im Internet, die man sich angucken kann über ihn, über seine letzten Tage und sowas. Ich finde es großartig hier, dass hier eben auch eine Karte drin ist, die uns eben so seine Laufwege zeigt, seine ganzen Touren, wo genau befand sich dieser Bus, in dem er verstorben ist, auf welcher Strecke war er unterwegs, wo wollte er eigentlich hin. Also wir haben hier immer wieder Karten, eine chronologische, nicht ganz chronologische Reihenfolge, denn wir haben hier auch immer wieder
Rückblenden aus dem Alltag, was der Vater erzählt, was mal eine besondere Situation war, die ihm noch im Hinterkopf ist, die er mit seinem Sohn erlebt hat, dass sein Sohn vielleicht sehr geprägt haben kann und, und. Also wir haben hier unglaublich viel Input. Es ist so super spannende Geschichte, obwohl man schon weiß, wie es zu Ende geht, hängt man an diesen Seiten fest, weil man wissen möchte, was genau noch Jean Krakauer herausgefunden hat, was genau noch intensiv erlebt wurde und wie das Ganze irgendwie doch am Ende beschrieben wurde und was da am Ende vielleicht doch rausgefunden wird, was passiert ist und wieso und weshalb. Ganz, ganz, ganz tolles Buch. Wie gesagt, ich habe den Film danach gesehen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, und der Film ist wirklich super gut umgesetzt. Also man kann diese bedrückende Atmosphäre spüren, aber auch die positive Seite. Es ist sehr, sehr viel mit Musik gearbeitet. Es wird sehr, sehr viel im Film mit also wenig mit Text. Also es wird zwar schon gesprochen, aber es wird weniger gesprochen, als vielmehr halt eben so diese Isolation von Chris eingefangen durch Musik, durch Geräuschkulisse, durch Naturgeräusche. Ist richtig, richtig gut umgesetzt. Dennoch fand ich halt, wie gesagt, das Buch intensiver, weil es einfach einen irgendwie intensiver herangeführt hat. Man hat die Person Chris viel, viel besser verstehen können, viel, viel besser packen können als im Film. Aber ich, wenn ihr halt das Buch nicht lesen möchtet, aber ihr trotzdem mehr zu dieser Geschichte hören wollt, dann guckt euch den Film an, denn er ist schon wirklich gut gelungen. Also ich kann euch echt empfehlen. Ja, ich fand es ein zutiefst bewegendes, ganz unsentimentales Abenteuerbuch. Es ist nicht unsentimental, finde ich. Es ist zwar so, dass Jean Krakauer versucht, sehr distanziert zu schreiben. Also er versucht, nicht zu viel Emotionen von sich selbst einfließen zu lassen, sondern eher auf dieser dokumentatorischen Ebene zu bleiben. Aber dennoch finde ich, dass das ganze Buch sehr melancholisch, eher wirklich sentimental ist. Aber vielleicht macht es einfach die Situation. Vielleicht ist es gar nicht die Schreibweise, sondern eher wirklich die Situation, die mich so bedrückt hat, so emotional abgeholt hat. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall kann ich euch das Buch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr auf wahren Begebenheiten gerne Bücher lest. Das ist eins wirklich der besseren, die ich bisher gelesen habe. Es hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt von Jean Krakauer noch mehr lesen möchte. Ich finde seinen Schreibstil großartig. Dieses eigentlich Niederschreiben von sachlichen Texten, die aber trotzdem so viel Emotionen enthalten. Großartig. Ich weiß nicht, ob er immer so schreibt, aber das Buch fand ich grandios. Wirklich, wirklich grandios. Und ja, ich habe euch im Laufe des Videos jetzt ein paar Fotos auch eingeblendet von Chris McCandless, die man halt so im Internet auch finden kann. Ich finde, das ist so unglaublich berührend, wenn man das Buch gelesen hat und dann die Fotos sieht in echt. Dann kriegt man nochmal so einen Gänseschauer. Wieso, warum, das beschreibt er halt eben in dem Buch, weil man dann weiß, was hinter diesem einen Foto steckt. Ihr seht jetzt nur ein Foto. Ich sehe die Geschichte, die dahinter steht. Und das finde ich so großartig und so schön und so emotional. Und ich finde bei all dieser Traurigkeit trotzdem ein Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte. Und ich finde es super cool. Ihr seht, ich schwärme sehr. Habt ihr das Buch gelesen? Es würde mich super interessieren, wer von euch den Film oder das Buch kennt und sich schon mal ein bisschen mehr mit Chris McCandless auseinandergesetzt hat. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, weil es einfach eine Geschichte ist, die wirklich einen nicht kalt lässt. Und ja, und deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wenn wir da mal ein bisschen drüber schwatzen. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ja, macht's gut. Bis dann.